Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Das ist ein Satz, der aus der Feder von John Lennon stammt, geschrieben für ein Lied mit dem Namen Beautiful Boy und das Motto sein soll zu dem Vortrag, den ich heute vorhabe zu halten. Der Titel soll sein Lebenskunst lehren und lernen, Fragezeichen. Wobei mir bewusst ist, deshalb auch das Fragezeichen, dass man im Grunde genommen in pädagogischen Prozessen so etwas wie Lebenskunst lehren nicht betreiben kann. Es funktioniert nicht. Ich kann nicht direkt einwirken auf die Menschen, mit denen ich es als Lernende zu tun habe, um garantiert bei ihnen zu bewirken, dass sie dann irgendwann über so etwas wie Lebenskunst verfügen. Dennoch will ich versuchen, einige Gedanken dazu zu formulieren, weil ich den Eindruck habe, dass zumal vor dem Hintergrund auch der Corona-Pandemie, die uns alle belastet, es notwendig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir so etwas wie eine starke Motivation für unsere Beruflichkeit bewahren? Wie können wir auch auf unsere Lernenden gegenüber einzuwirken versuchen, um die zu stabilisieren, zu motivieren, in ihren jeweiligen Lernprozessen sich weiterzuentwickeln? Wir brauchen so etwas wie eine ganz besondere Kraft oder zumindest auch die Befähigung, immer wieder einmal zu pendeln zwischen Ruhephasen und Phasen der besonderen Aktivität, des besonderen Engagements. Ich richte mich mit diesem Vortrag in erster Linie an Menschen, die in irgendeiner Weise im erwachsenenpädagogischen Feld tätig sind, also Lernprozesse mit Erwachsenen begleiten. Habe aber den Eindruck, dass das, was ich zu sagen habe, sehr wohl auch andere in irgendeiner Weise pädagogisch tätige Menschen ansprechen könnte. Ich will versuchen, diesen Vortrag zu unterteilen in ein paar zentrale Empfehlungen, die ich jetzt zunächst einmal benenne und werde die dann später nach und nach abarbeiten, also zu diesen einzelnen Empfehlungen, die ich zunächst jetzt als Überschriften benenne, dann noch versuchen, das eine oder andere zu erläutern. Das erste heißt bewusst genießen, das zweite Zeit nutzen, das dritte sich trauen, das vierte Leichtigkeit wagen, das fünfte zuhören, reden, schreiben. Und das sechste, gestalte dein Leben so, dass du es bejahen kannst. Mir ist klar, dass ich bei den Empfehlungen, die ich reflektieren möchte im Rahmen dieses Vortrags, nicht quasi das Rad neu erfinde. Es wird Ihnen bekannt sein, vieles von dem, was ich benenne. Mir scheint es dennoch sinnvoll, immer wieder einmal daran zu erinnern. Wenn Sie vertiefend lesen wollen, nachlesen wollen, seien ein paar Referenzautoren benannt, bei denen es sich nachzulesen lohnt. Da ist zunächst einmal eine Gruppe von altgriechischen Philosophen, das ist Platon in erster Linie, das ist aber auch Aristoteles und das ist Epikur. Bei den Autoren der Gegenwart nenne ich die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum, den Frankfurter Philosophen Martin Seel und last but not least den Berliner Lebenskunstphilosophen Wilhelm Schmidt. Ich denke, wenn ich versuche, einiges zu sagen zum Thema Lebenskunst lehren bzw. Lebenskunst ermöglichen, sollte ich zu Beginn ein paar Reflexionen darüber anstellen, was denn eigentlich unter Lebenskunst zu verstehen ist. Mir ist wichtig, wenn dieser Begriff genutzt wird, die Kunst in dem Wort Lebenskunst in eine unmittelbare Beziehung zu setzen zum Handeln, also wenn Sie so wollen, zum Begriff des Tuns. Diese Kunst, diese Lebenskunst, von der da die Rede ist, meint das Tun, meint eine Aktivität, gleichgültig, ob nun produzierend oder deutend. Lebenskunst, so behaupte ich, lässt sich am ehesten dann realisieren,
wenn ich mein eigenes Leben als ein nie fertig werdendes Kunstwerk ansehe, dessen Möglichkeiten ich immer neu nutze, beziehungsweise immer neue Möglichkeiten entdecke, die in ihm verborgen sind. Beispiel kann sein die Arbeit eines Bildhauers. Ein Bildhauer, so wie ich ihn mir in diesem Zusammenhang vorstelle, ist im Grunde genommen nie fertig mit seiner Arbeit. Er hat Material, mit dem er arbeitet. Das kann Holz sein, das kann ein Stein sein. Bearbeitet diesen Stein. Es entsteht immer wieder etwas Neues daran, aber er oder sie arbeitet in einer Weise, eigentlich nie fertig werden zu wollen, sondern sieht, dass immer neue Chancen existieren, hier noch eine Vertiefung vorzunehmen, dort etwas wegzuschlagen. So stelle ich mir Lebenskunst vor, umgesetzt in das konkrete Handeln von Personen. Ich starte mit dem ersten, mit der ersten Empfehlung, die, wie gesagt, lautet bewusst genießen. Das klingt zunächst einmal sehr banal, als wenn es das Einfachste von der Welt wäre. Ich habe aber den Eindruck, dass in unseren gesellschaftlichen Strukturen, die sehr schnelllebig sind, wir es oft versäumen, zumindest eine gewisse Zeit an guten Momenten zu bleiben. Wir denken sehr stark in dem, was ich so Konditionalleben nenne. Wenn ich denn in der Situation bin, dann, wenn ich erst Urlaub habe, dann werde ich in einer bejahenden Weise an das Leben herangehen. Wenn ich das Wochenende habe, wenn die Folgen von Corona nicht mehr so massiv sind. Nein, Leben ist jetzt. Das sagt nicht nur John Lennon, sondern das sage auch ich. Ich denke, es ist ein guter Weg, immer wieder, wenn wir uns in einer Situation befinden, die wir als besonders positiv erleben, innezuhalten und nicht zu handeln, nach dem Motto, das man bei Fußballspielern zum Beispiel immer wieder hören kann, die dann sagen, wenn sie einen Erfolg gehabt haben, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nein, jetzt in dem Moment ist der Augenblick, das, was es sich zu pflegen lohnt. Ich will diese Impulse bzw. diese Empfehlungen, die ich formuliere, jeweils verbinden mit der Möglichkeit, sie auch umzusetzen in pädagogisches Handeln, in der Arbeit mit Erwachsenen, mit Lernenden, aber wie gesagt auch in der Arbeit mit anderen, mit denen wir es in irgendeiner Weise als Pädagoginnen und Pädagogen zu tun haben. In diesem Kontext meine ich, dass es bedeutet, immer wieder zu ermutigen, den Personen gegenüber, mit denen wir es zu tun haben, dass sie Erfolg zelebrieren. Ich bin zum Beispiel immer wieder in der Situation, dass ich an der Hochschule Prüfungen abnehme. Und wenn dann so eine Prüfung sehr positiv gelaufen ist für den jeweiligen Prüfling, dass diese Person dann sehr schnell dazu neigt, sich auf etwas anderes zu stürzen, anderen Aktivitäten, anderen Verpflichtungen nachzukommen. Und ich versuche manchmal, die Person eher festzuhalten in einem positiven Sinne, das heißt zu ermutigen dafür, den Augenblick auszukosten, in sich hineinzuhören und wahrzunehmen, welch eine Freude, welch eine Euphorie da existiert. Die zweite Empfehlung lautet: Zeit nutzen. Ich denke, sie geht tendenziell in eine sehr ähnliche Richtung. Wir sind, das habe ich bereits angedeutet, in der Situation relativ schnelllebig durch unsere Tage, Wochen, Monate zu sausen und dabei relativ wenig festzuhalten an den einzelnen Momenten. Ich empfehle, dieses Zeitnutzen in einer Weise umzusetzen, dass wir immer wieder einmal pendeln zwischen einer Selbstbeschleunigung und einer Selbstentschleunigung. Wenn Sie es mit Begriffen aus der Literatur überschreiben wollen, könnte man zum Beispiel zurückgreifen auf Goethes Faust, wo es an einer Stelle heißt: Gebraucht die Zeit,
sie geht so schnell dahin. Was ich übersetzen kann mit einem, wenn ich Zeit zur Verfügung habe für bestimmte Aktivitäten, wenn ich bestimmte Ziele erreichen möchte, dann sollte ich das versuchen, auch in der jeweiligen Phase, in der ich mich gerade befinde, zu tun. Dem steht auf der anderen Seite gegenüber zum Beispiel ein Buchtitel von Stan Nadolny, Entdeckung der Langsamkeit. Also da, wo ich merke, ich bin jetzt im Grunde genommen nur noch unterwegs, nur noch dabei, Aktivitäten zu realisieren, da innezuhalten und die Langsamkeit als etwas Lustvolles zu entdecken. Generell empfehle ich, wenn es denn irgend geht, niemals zum Sklaven der Zeit zu werden. Sondern, wenn Sie so wollen, und dabei auch dann wiederum auf Aristoteles zurückgreifen könnten, irgendwo einen Punkt zu finden, bei dem Mitte und Maß berücksichtigt werden. Der pädagogische Impuls, den ich da in dem Zusammenhang benennen kann, ist der, dass wir Lernende, mit denen wir es zu tun haben, immer wieder zu dieser Pendelbewegung ermutigen. Pendeln zwischen Schnelligkeit und Langsamkeit, möglicherweise auch zwischen Nähe und Distanz. Die dritte Empfehlung lautet, sich trauen. Sich trauen heißt in unserem Zusammenhang auch immer wieder, sich neu zu erfinden, Rollen auszuprobieren. Heißt nicht die ständige Wiederholung des Immergleichen zu praktizieren, sondern es zu wagen, in den verschiedensten Situationen ein Probehandeln zu realisieren, Probefühlen zu praktizieren, Probe zu sprechen. Gerade das ist mir besonders wichtig, die Sprache, die gesprochene Sprache als eine Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Letztlich auch das Probedenken. Dahinter steckt im Grunde genommen der Satz, der berühmte, ich nenne ihn gerne einen Jahrtausendsatz von Immanuel Kant. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, deines eigenen Verstandes. Und habe Mut, nicht immer nur auf das zurückzugreifen, was andere dir benennen, was wichtig sei. Ergänzt, denke ich, ganz bedeutsam vor dem Hintergrund dieser besonderen Herausforderungen, in denen wir uns befinden, habe Mut, dich deines eigenen Gefühls zu bedienen. Wage es, an verschiedene Phänomene mit unterschiedlichen, mit neu erfahrenen Gefühlen heranzutreten. Der pädagogische Impuls dafür geht in die Richtung, den Lernenden, mit denen wir es zu tun haben, immer wieder zu vermitteln, dass auch sie diesen Mut aufbringen sollten, ihren eigenen Verstand zu nutzen, sich auf ihre eigenen Gefühle zu berufen und wenn es denn möglich ist, das, was da wahrgenommen wird, auch zu versprachlichen. Dafür sind wir auch als Pädagoginnen und Pädagogen diejenigen, die Versprachlichungsangebote machen können, die Versprachlichung unterstützen können. Empfehlung Nummer 4 lautet Leichtigkeit wagen. Leichtigkeit meint nicht Oberflächlichkeit. Leicht meint das Gegenteil von schwer. Meint auch zum Beispiel die Bereitschaft, sich gelegentlich treiben zu lassen. Meint nicht nur mit einer Zielorientierung in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zu verfahren, sondern zu sehen, was gerade in der jeweiligen Situation, in dem jeweiligen Moment attraktiv erscheint, was Freude macht, worum ich mich kümmere, worauf ich mich konzentriere. Dazu gehört zum Beispiel das Erleben von Städten, von Orten, die mir bisher nicht vertraut waren. Bei Walter Benjamin heißt es etwas flanieren, heißt durch eine Stadt gehen, schlendern, würden wir auch sagen, und sich ansprechen lassen von verschiedenen Phänomenen, die wir wahrnehmen, mit unseren Sinnen wahrnehmen, auf die wir reagieren und nicht nur zielgerichtet von A nach B uns zu bewegen.
Wo Leichtigkeit ist, so behaupte ich, da ist auch Heiterkeit. Und wo Heiterkeit ist, ist in der Regel auch Weisheit nicht allzu weit entfernt. Weisheit in der Beurteilung unterschiedlichster Phänomene. Der pädagogische Impuls, meine ich, in diesem Zusammenhang kann lauten, immer wieder einmal Menschen, mit denen wir arbeiten, Mut zu machen dafür, sich, zumal wenn es sich um Probleme handelt, um Belastetes handelt, sich von der Verbissenheit, von einer Dogmatik in der Argumentation zu verabschieden und stattdessen eher von einer Metaebene auf ein Phänomen, auf ein belastendes Phänomen zu schauen, was in der Konsequenz konfliktuös erlebt wird, um auf diese Weise dann so etwas wie eine Leichtigkeit, eine andere Sichtweise zu ermöglichen. Die Empfehlung Nummer 5 lautet: Zuhören, reden, schreiben. Zuhören, eine Fähigkeit, ein Talent, das mir in dieser Gesellschaft nicht weit verbreitet zu sein scheint. Wir hören einander nicht zu. Wir lernen in Kursen, wie wir uns darzustellen haben. Wir lernen uns zu artikulieren, aber ich kann mich nicht erinnern, irgendwo mal einen Kurs ausgeschrieben gesehen zu haben, der überschrieben war mit Zuhören lernen. Dabei brauchen wir es alle. Wir brauchen Personen, die uns zuhören. Und es ist, denke ich, gerade in pädagogischen Kontexten von allergrößter Bedeutung, den Menschen, mit denen wir arbeiten, immer wieder einmal zu signalisieren: Ich höre dir zu, ich bin aufmerksam, ich nehme dich nicht nur wahr, ich versuche dich nicht nur in irgendeiner Weise für etwas zu funktionalisieren, sondern ich möchte, dass du mir erzählst. Der Impuls: Erzähl mir von dir, beziehungsweise in der Höflichkeitsform: Erzählen Sie mir von sich, scheint mir geradezu von existenzieller Bedeutung zu sein. Nicht bezogen auf eine konkrete Fragestellung, auf ein konkretes Thema, sondern in dieser Allgemeinheit generalisiert: Erzähl mir von dir. Das heißt, mein Gegenüber kann selbst entscheiden, wo es, wo er, wo sie Akzente setzt. Zuhören ist eine Tugend, die es sich in pädagogischen Prozessen, aber auch außerhalb dieser Prozesse immer neu zu pflegen lohnt. Meine Empfehlung lautet, da wo es denn passt, das Zuhören, das aufmerksame, authentische Zuhören zu verbinden mit dem Paraphrasieren, also dem Wiederholen dessen, was ich gehört habe, mit eigenen Worten, also nicht wörtlich das wiederzugeben, was eine Person geäußert hat, sondern mit eigenen Worten das Verstandene zu benennen und dabei mit einem nicht gespielten Interesse dem jeweils anderen gegenüber mich zu verhalten. Dabei geht es auch nicht um eine Haltung, die letztlich darauf abzielt, so kurz wie möglich zuzuhören, um dann so bald wie möglich meine eigenen Geschichten loszuwerden, sondern dem jeweils anderen tatsächlich die Chance zu lassen, etwas zu erzählen. Zumal wir wissen, dass dieses Erzählen eine ausgesprochen verlebendigende Funktion für die Erzählenden haben kann. Da habe ich gleich den Übergang hin zu dem zweiten Teil dieser Empfehlung, nämlich sich zu konzentrieren, auch immer wieder auf das Reden als Teil eines guten Lebens. Es gibt einen wunderbaren Aufsatz von Heinrich von Kleist, der hat den Titel Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Ein kleiner Text, der nichts Bedeutsames darstellt, dennoch allein schon von dieser Überschrift her eine Aufforderung darstellen kann, das Reden so zu verstehen, dass ich beim Sprechen
Gedanken entfalte, dass ich versuche, in einer Weise zu sprechen, bei der das Gesprochene auf mich als Denkenden und Fühlenden wiederum zurückwirkt. Das heißt, ich gehe aus von einer performativen Wirkung vom gesprochenen Wort, von den gesprochenen Sätzen. Und wahrscheinlich haben Sie das alle schon einmal erlebt. Sie wagen es in einer Situation, nicht etwas Vorgefertigtes, etwas im Manuskript Vorliegendes abzulesen und es Wort für Wort vorzutragen, sondern etwas frei zu entfalten. Und es entstehen neue Gedanken, die möglicherweise in der Vorbereitung des jeweiligen Themas noch gar nicht vorhanden waren. Der pädagogische Impuls lautet in dem Zusammenhang, ich denke, naheliegend, wagen Sie es, wage es, assoziativ zu sprechen. Wage es, dich sprechend einem Phänomen anzunähern, vielleicht auch dich sprechend zu erinnern daran, wie du bisher mit einem Phänomen, mit einer Belastung umgegangen bist. Ich habe im Hochschulkontext immer wieder gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich Studierenden Mut zu machen versuche, dafür etwas nicht Vorbereitetes sprachlich zu entfalten, indem sie sich vor eine Seminargruppe stellen, ein Stichwort von mir bekommen und an diesem Stichwort entlang sprechen. Und das Dritte, in diesem Teil, in dieser Empfehlung Nummer 5, lautet Schreiben. Eine Form der Artikulation, die mir immer mehr verloren zu gehen scheint. Wir sind kaum mehr in der Situation, etwas Ausführlicheres zu schreiben. Wir schreiben kurz und knackig, wir formulieren WhatsApps, wir formulieren Mails, die Studierenden versuchen, Hausarbeiten zu schreiben, die auch möglichst wenig Umfang haben. Dabei wissen wir immer wieder, und ich erfahre es neu in unterschiedlichsten Situationen, wenn jemand es sich erlaubt zu schreiben, sich schreibend einem Phänomen, einem Themenkomplex, einer Problematik anzunähern, kann das eine ähnliche Wirkung haben wie das assoziative Sprechen. Der wichtige Nebeneffekt oder ein wichtiger Nebeneffekt scheint mir dahin zu bestehen, dass dann, wenn ich einem Phänomen, das relativ vage bislang war, einem Gefühl zum Beispiel, das ich in mir gespürt habe, schreibend eine Gestalt gebe, dass dann diese Gestalt auf mich und mein Gefühl in einer positiv-konstruktiven Weise zurückwirken kann. Das heißt, auch ein Stück seiner Wahrheit verliert. Diese Prozesse können wir als Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen, indem wir vorbereitend, begleitend, soweit das möglich ist, Angebote unterbreiten, mit bestimmten Metaphern, mit bestimmten Bildern sich zu verschriftlichen und zu schauen, was die Schreibenden damit machen. Es folgt Empfehlung Nummer 6. Die relativ allgemein gehalten ist. Sie lautet, gestalte dein Leben so, dass du es bejahen kannst. Eine Aufforderung, die man auch immer wieder in der Literatur von Wilhelm Schmidt finden kann, wobei mir sowohl der Begriff des Gestaltens als auch das Bejahen von besonderer Bedeutung zu sein scheinen. Es geht darum, über das Gestalten Formen zu finden, also Leben nicht nur in irgendeiner Form zu bejahen, sondern sich, da schließe ich an das vorhin benannte, wenn es um Lebenskunst und den Begriff der Lebenskunst geht, versuche so zu gestalten, dass eine Form entsteht, die dir gefällt, die Assoziationen in dir auslöst und bejahe nicht Leben einfach so, wie es nun mal ist. Es geht also nicht um einen Fatalismus, der letztlich zu allem Ja sagt, was ist, sondern für sich in Anspruch nimmt, zumindest ein Mitspracherecht zu haben gegenüber dem, was ein bejahtes Leben sein kann.
Also es geht um eine kritische Grundhaltung, die an den Tag gelegt werden soll, der aber nichts Destruktives innewohnt. Es geht weder um Selbstzerstörung noch darum, sich durch Dritte zerstören zu lassen, sondern Leben in einer Weise mit Akzenten zu versetzen, das, nachdem es gestaltet wurde, von mir bejaht wird. Für all diese, für die Umsetzung all dieser Empfehlungen zu einem Leben, das mit Lebenskunst überschrieben werden könnte, gehört, so denke ich, auch eine Vorstellung davon, was Glück ist. Glück als Begriff spielt bei den Philosophen, die ich zu Beginn benannt habe, eine Rolle. Immer wieder neu in der Geistesgeschichte stoßen wir immer wieder auf diesen Begriff, teilweise auch in einer Verkleidung, in dem andere ähnliche Begriffe benutzt werden. Aber was ist denn eigentlich Glück? Was verstehen wir eigentlich darunter? Und ich glaube, wenn man sich die Literatur mal etwas systematischer anguckt, gelangt man dazu, dass es drei zentrale Elemente sind, die dieses Glücksverständnis ausmachen. Es ist zum einen das Glück des Augenblicks, es ist zum zweiten das Glück des Zufalls und es ist zum dritten das Glück in der Bejahung eines Wechsels von guten und schlechten Phasen im Leben. Das Glück des Augenblicks meint eben, was ich vorhin schon mal versucht habe zu benennen, großartige Momente, zum Beispiel Momente des großen Erfolgs, etwa im Sport oder im Beruf an unterschiedlichen Stellen, zu erleben, sie zu bejahen, sie intensiv zu erfahren und nicht so hoppla hopp vorbeigleiten zu lassen. Das zweite ist das Glück des Zufalls. Und meint, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Ich war vor ein paar Jahren einmal in der Situation, dass ich auf einer Autobahn unterwegs war mit meinem Fahrzeug und plötzlich hörte, dass auf der Überholspur ein Falschfahrer mir entgegenkam. Also hörte das im Autoradio, dass davon die Rede war. Und in dem Moment, als dieser Satz von dem Radiosprecher ausgesprochen worden war, raste ein Auto auf der eben verkehrten Seite an mir vorbei. Später habe ich dann gehört, dass es einen Frontalzusammenstoß ein paar Kilometer hinter mir gegeben hätte und es wurde mir klar, ich war zum richtigen Moment an der richtigen Stelle gewesen, eben nicht auf der Überholspur, sondern auf der anderen Seite und habe überlebt und war dann in den nachfolgenden Tagen in der Lage, Leben auf eine ganz intensive Weise zu bejahen, quasi neu zu erleben. Und das Dritte, das Glück in der Bejahung eines Wechsels von guten und schlechten Phasen, ist im Grunde etwas, das so an diesen Begriff der Weisheit heranrührt. Heißt, die Mühen der Ebene in Alltagssituationen immer wieder einmal zu akzeptieren, im Bewusstsein dessen, dass die euphorischen Momente, wo wir uns auf einem Gipfel wähnen, bevorstehen. Auch hier ist nicht Fatalismus angesagt, sondern vielleicht eher so etwas wie ein Realismus. Und gerade das scheint mir vor dem Hintergrund dessen, was wir aktuell und während der letzten Monate erleben, von besonderer Bedeutung zu sein. Ich komme zum Ende. Sie werden bemerkt haben, liebe Zuhörende und Zuschauende, in diesen Reflexionen spielt Begegnung und Bejahung in meinem Verständnis eine große Rolle. Es sind Schlüsselwörter, wie ich denke, von Lebenskunst. Mit Begegnung meine ich Offenheit für den anderen, für die andere, aber auch für das andere in mir im jeweiligen Moment des Aufeinandertreffens. Mit Bejahung meine ich die uneingeschränkte Zustimmung zur Existenz eines anderen Menschen, mit dem ich es zu tun habe, schließt aber nicht unbedingt an all seine Taten, schließt nicht ein, all seine Taten, seine Position etc. zu bejahen.
Das wäre das, was ich zu dem Thema für heute zu sagen hätte. Machen Sie etwas mit den Möglichkeiten, Lebenskunst zu pflegen, in der Arbeit, mit den Menschen, die Ihnen anvertraut sind, aber auch in einer ganz besonderen Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.